So. Okay, das soll also diese berühmt-berüchtigte Endstation sein. Alia kann auch, kann auch dazu sagen, noch gut aus Minen. Naja, los geht's dann mal. Schauen wir mal, ob Viri hier so hantieren. Oh, 11 Schuss. Cool, neuer Tagebucheintrag. Ich hasse Tagebucheintrag. Entschuldigung, ich meine, egal. So, stirbt. Ich kann mit jeder Waffe umgehen, ne? Nur damit ihr es wisst, ne? Schaut her, gerade Kanone und jetzt Ferguson. Ich bin einfach nur ein Allround-Talent, okay. Da vorne liegt Gewehrmunition, schnapp ich mir. Oh. Ich langweil dir immer nur so, so zu gewinnen hier. So, die Kanone, das ist der irre Dynamitbogen, der hat hier, ist hier vielleicht vor. Yeah, vorher waren es die Flying Indians, jetzt sind es die Flying Militias. Flying Militias. Flying Gambas. Gamba Militias. Ach, was weiß der nicht. Überhaupt. Okay, weiter geht's. Ey! Also diese Magrudas Milizen, die wollen auch immer mit dem Kopf durch die Wand. Das wird ihnen dann auch leider oft zum Verhängnis, wie man hier gerade gesehen hat. Wie die da hier in der Wand stecken. Sie können, also es ist unglaublich, Magrudas Miliztruppen, die sind hoch trainiert, hoch ausgebildet. Und die schaffen es sogar, die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft zu setzen, indem sie sich hier so, ihr wisst schon, komisch da liegen in der Luft, ganz steif. Bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Muss man echt sagen. Ach übrigens, ich muss ja nur sagen, also dieses Outfit, das gefällt mir ja gar nicht hier. Das als Sheriff, das war das coolste Outfit, wirklich. So, was passiert jetzt? Vorsicht! Weitere Schützen! Mensch, Clay, schiebt doch nicht nur die Kanone, ich mach das schon. Oh, wie stabil die Häuser gebaut sind, ne? Scheiße, ein Brandfleck ist jetzt auf dem Haus, Mann. Kann man gleich wegschmeißen. Sonst. Ey, die brechen ja jede Menge Gesetze der Physik, jetzt verschwinden die einfach nirgendwo. Weiter. Oh, die Kanone, Cole, Mensch, Cole, was machst du denn hier? Ich wollte nur kurz um die Ecke schauen, wie viele da sind. Mensch, Cole, was bist du für ein Vollidiot? Ganz gar nichts. Ich hasse dich. Wo ist eigentlich Port geblieben? Ist der tot? Wow, 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 den Kran abgeschossen, der kommt tot runter. Na! Was war's denn mit unserem Frühlingssoldaten? War schon wieder ein Physikgesetz gebrochen, der Schatten. Man durch die Wand. Macht das Spaß, ja. Die wissen gar nicht, was sie tun, sondern oh mein Gott, dass wir jemals angegriffen werden, das hätte ich ja niemals gedacht. Autsch. Der tat weh. Der tat richtig weh. Mein Gott, das hätte mir niemals passieren dürfen. Na cool, was ist mit dir los? Was haben wir denn? Lässt nur die so nah ran hier? Geht ja gar nicht hier. Gute Arbeit, zurück zur Kanone. Ja, Mann, ich hasse diese Kanone. Diese Kanone macht es mir überhaupt keinen Spaß, Mann. Zick, 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 zick. Oh, da vorne kommen wieder Leute. Doch, ich stehe in TNT so. Also, ja, mein Gott, ist ja klar, Mine. Mine ist gleich über TNT, überall stellt sich die Leute direkt neben TNT, dass man TNT abschießen muss, babe. Ja. Boah.
eine unsichtbare Sitzlinie hat der Typ. Pennt sich ein. Hopp. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Entschuldigung. Wo waren wir? Ach ja. Beim TNT. Ja, jetzt rollt sogar runter. Ja, jetzt ist Ui, die hab ich verstanden wollen. Das ist. Ich will. Wir wollen hier bloß. Naja, wir waren am Tötet Maguda Express. Jetzt nicht mehr. Und wie bist du gestorben? Treffen von zwei Milizgruppen. Hölle, Betze, beziehungsweise Hölle, beziehungsweise Nirvana, beziehungsweise irgendwo. Ah, wie bist du gestorben? Ja, bei einer Explosion. Ah, sehr interessant. Hm. Und sie? Ach, ich bin in der Schlacht bei Lützen im 30-jährigen Krieg gefallen. Hm, sehr interessant. Ja, das stimmt. Okay. So. Also was ist das jetzt mit den zwei Toten? Das könnte einfach so schnell wie möglich vergessen, weil also das war gerade richtig bescheuert. Und ja, was soll man machen, wenn man hier durch eine Mine durchläuft? Die Luft da drin, das ist der Wahnsinn. Da kommt man schon mal auf komische Gedanken. Gell, Cole? Hä? Ja, ja, ne. XFD0C480. Oh mein Gott. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Hey, du klaust Harrison Fords Spruch. Ihr wisst schon, Harrison Ford sagt in jedem Star Wars Film. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Oh. Lass mich mal durch hier. Mann, was soll denn das? Okay. Schade. Ach man, jetzt muss ich da vorne nochmal anfangen. Finde ich blöd. Aber bin ich ja so müde. Geil, Carl. Was? Nix, Carl. Mach weiter, okay. Wenn sie so ein Schauspiel wäre, dann überlegen wir doch mal, wer die einzelnen Rollen könnte. Also schauen wir doch mal. Hm, yes. Mal überlegen.